Aber auch wenn man jetzt diese 71% vielleicht jetzt nicht ganz wörtlich nimmt, es stimmt, ein großer Teil der Russen wehren sich jetzt nicht gegen die Politik Wladimir Putins, gegen diesen Kurs gegen die Ukraine. Ich muss meine Worte vorsichtig wählen. Es gibt seit ein paar Tagen ein quasi Zensurgesetz, das uns gewisse Dinge nicht mehr beim Namen nennen lässt, jetzt hier in Russland, um einfach die Berichterstattung nicht zu gefährden und um auch selbst nicht als kriminell zu gelten. Aber viele Russen wissen gar nicht, was wirklich passiert in der Ukraine.